So, hallo, wir machen weiter bei Evil Conquest 2. Wir sind in der letzten Welt beim letzten Sternenlevel. Das könnte der vorletzte Part sein, wir werden sehen. Oh mein Gott. Ich bin gespannt. Hey Leute. Oh, das ist so ein Level. Holy shit, du wirfst weit. Der wirft weit, ja. Du gehst gleich mal weg. Du gehst. Du gehst weg. Hilfe! Weg! So. Besser. Viel besser. Hä? Ach so. Ja. Moment, aber jetzt habe ich den. Ach, das hole ich mir später. Okay. Das lag einfach nur auch wieder an den Soundchanneln. Also, das, was einfach von der Musik überschrieben wurde. Das kann sein. Ja, genau. Wow. Kriege ich die mit einem Drehsprung zu dritt einfach down? Ey, du hast 7777 Münzen. Nice. Wow. Ey. Ach, die gehen gar. Ah, was habe ich jetzt getan? Was vor? Ja, ich bin gerade. Du bist jetzt im Turbo-Modus. Du bist bei Extreme Edition. Ich hab eine Taste, die macht halt komplett. Lächerliche Geschwindigkeit. Alles schnell und ich hab eine Taste, die macht nur den Moment, in dem ich drauf drücke, schnell. Ich hab die falsche gedrückt. Du bist gerade echt sehr schnell Game Over gegangen. Das ist gut. Weiter so. Weil ich die Typen hier auf einmal erledigen wollte. Okay. So. Jetzt wieder mit mehr Skill. Zum ersten Mal in dem Let's Play. So, jetzt hier gleich weg mit dem Kollegen. Das wollte ich vorhin auch machen. Warum hat das vorhin nicht funktioniert? Weil du nicht getroffen hast. Und jetzt kann ich da einfach direkt hoch und alles ist in Ordnung. Ja. So. Ah, ich fall da ja automatisch runter. Das sind Blöcke, auf denen du das Fleisch. Das kann ich ja gar nicht realisieren, Mensch. Dann kann ich das ja direkt holen, das Ding. Wait, aber. Achso, jetzt kann ich es auch mit hochnehmen. Ja. Kannst du einfach wegmachen. Jetzt habe ich das dabei ab hier. Und ich verbrauche damit einfach den Weg. Das geht natürlich. Du kannst ihn auch vorher besiegen, aber du musst nicht. Das wäre eine gute Idee wahrscheinlich, ja. Kann ich da eigentlich direkt? Nee, kann ich nicht. Also kann ich vielleicht schon, aber ich nicht. Du gehst weg. Ah! Das war nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Aber egal. Na, was willst du jetzt tun? Anstatt rüber. Doofes Vieh. So. Jetzt kommen wir auf jeden Fall schon mal eins. Keine Gefahr. Springt der? Okay. Das ist gut, dann kann ich einfach weiter.
Okay, die bewegen sich gleich. Ja. Du machst einen Abflug. Mhm. Da oben bewegt sich auch gleich einer, aber er kennt ja an der Farbe. Der bewegt sich auch. Und daran lässt du nicht, ja. Blitzern. Dafür ist der Raum hier wieder besser. Action. Aber da musst du stehen bleiben, irgendwo stehen bleiben kannst. Ja. Und dann wirft er viermal. Und dann ist er schlapp. Dann ist er schlapp. Er macht dich schlapp. Gemacht. Ich müsste einfach mal den Pilz hier behalten. Einfach nicht gleich hier im ersten Raum verlieren. So. So. Was glaubst du eigentlich, wer dieses Level gebaut hat? Dark. Nein. Mist. Das war ich. Das hat Lux gebaut. Genau. Gab es eigentlich einen lustigen Hintergrund oder so zum Level? Nö, das Level ist entstanden. Punkt. Fun Fact, das Level ist entstanden. Die Startwunder sind aus Earthbound. Das war klar. Ich muss doch irgendwas. Hier ist nichts. Nicht mal versteckt. Ich hab da gerade noch einen Pilz hingesetzt, aber. Ja, also. So, aber warum hat er jetzt vorher nochmal geworfen? Hab ich nicht richtig gezählt? 4, 1, 2. Als er gesprungen ist. Ach so. Lux, hast du da einen Pilzblock platziert oder hast du einen normalen Pilz platziert? Das ist gut. Wir müssen da immer aufpassen, dass wir da Pilzblöcke platzieren. Anstatt Pilzblöcke. Ja. Weil Pilzblöcke nämlich diese Blockschlangen auslösen können. Das macht Probleme manchmal. Ja, glaube ich, ja. Genau. Ist ja fast so, als hätten wir dieses Problem in diesem Level schon mal gehabt. Okay. Bist du gerade raus an wen nochmal? An Raphio. An Raphio gehen. Bei Raphio ist, glaube ich, dann so gestorben. Nein! Stimmt, genau, da waren wir sogar dabei. Ja. Also Leute, wenn ihr mehr Content von uns beiden haben wollt, von Lux und mir. Schaut euch das und Raphio. Tricky Raphio euch echt an. Schaut euch Raphios Let's Play an. Zumindest die letzten beiden Parts. Letzten drei. Ansonsten lass ich sogar. Ich sag doch, letzten drei. Hab ich gesagt. Sag ich doch mal. So, der Raumidex. Warum rede ich? Was ist das für ein Karma, wenn man sagt, oh, das geht ja klar, dann geht's doch nicht. Das ist immer so. Oh nein, das war dumm. Das ist auch schon mal passiert, aber dafür. Deswegen ist da jetzt der Stachel. Du kommst nicht zurück. Okay. Ach komm schon.
plopp, plopp. So. Eieieiei. Zack. No, jetzt ist er nicht kaputt gegangen. Mach dich weg. So, ich müsste halt mal den Typ da oben wegkriegen, ohne den Pilz zu verlieren. Das wäre das Ziel. So viel dazu. Ja. Blop, blop, blop. Zack. Zack. Jetzt gehst du gleich weg, Kollege, bevor du wieder nervst. So. Hier unten ist alles clear. Wollen wir hier oben noch alles clear machen? Wait, kann ich nicht einfach? Das nützt mir nichts. Der Würfel 2. Tatsächlich beim Spiel direkt den Hammer. Gott, aber diesmal haben wir den Pilz. Sehr schön. Aber deswegen tauchen diese Gegner auch erst im letzten Level der letzten Welt auf. Dementsprechend. Letzten Special Level. Das ist jetzt kein Gegner, den wir in jedem Level verwenden würden. Ja. Ach nö. Dafür ist der ein bisschen schwer. Ja. Aber in Evil Conquest 2 Extreme Edition werden die überall verwendet. Wollt ihr Evil Conquest 2 200? Und jeder normale Cooper ist ein Elite Cooper. Deutsche Verbraucher lieben das. Deutsche Verbraucher lieben das. Ach shit, jetzt bin ich wieder hier ohne Pilz. Okay. Keine Sorge, Leute, in der Version, die rauskommen wird, ist vor dieser Stelle noch ein Pilz platziert worden. Daher alles gut. Ich bin zu doof dafür. Nein. Jetzt wirst du ungeduldig. Mein Ziel wäre, den so ein bisschen zu verarschen. Verarscht ihn noch. Ja, so eine lange Pause, wenn er halt hochspringt. Sheesh. First try. Ja. Weiter geht's. First try. Ich sage einfach, ich habe den Pilz bekommen, den man jetzt ja eh hat und habe es wieder verloren. Ja, und dann hast du den verloren. Und damit ist alles normal. Oh ne. So. Ah! Den habe ich überhaupt nicht. Ah! Okay. Die Lisette ist nur gemacht für den Kristall. Ach du Scheiße. Nicht nur für den Kristall, sondern auch für diese Stelle. Aber wir hoffen mal nicht, dass es dazu kommen wird. Genau. So, angenommen. Jetzt kannst du wieder runterfallen. Jetzt kannst du runterfallen. Ah, ich kann das nicht benutzen. Genau. Das ist einfach nur, damit man da nicht gesoffelt wird. Ah, damit wird aber alles zurückgesetzt! Das ist richtig. Das ist richtig. Genau. Hey, tschüss. Okay, jetzt ist aber eh. Passiert. Das habe ich auch noch angepasst. Ja, ich sehe schon. Kommst das du her? Gut. Du kommst her. Kommst das du ist gut. Kommst her. Kommst du mit? Tschüss. Ich nehme an, der Block hier, das wir waren nicht da, oder wie? Das war vorher halt auch solide. Ja. Hier in diesem kleinen Raum zu bekämpfen ist aber ein bisschen blöd, deswegen möchte ich es wieder ausknüpfen. Ach du Sch... Okay, Moment. Der fährt hier hoch, rüber, dann macht er hier schupp, dann macht er da einen Schwung und dann geht es irgendwie da dahin.
Ich will aber am Ende eigentlich einfach nur da auf das Ding drauf kommen. Genau. Ja. Dann brauche ich das doch gar nicht. Das ist nur für diese Yoshi-Coin hier. Ah, okay. Gut, dann bin ich ja zufrieden. Genau. Gut, dass wir den Weg vorher angeschaut haben. So. No. Da krieg ich einen Pilz oder ist er wieder weg? Okay, was ist hier los? An sich löse ich einfach nur erstmal das Ding aus. Und dann guck ich was. Aber, ach, der macht einfach den Weg. Okay. Das war gut. Ja, nur die Stacheln mit dem Der kann mich im Buch rumpfen. Alles im Ordnung. Der kann mir nichts. Außer dumm rumpfen. Und dann hüpft er noch dumm rum. Noch rum. Und dann macht vier Schaden. So. Alles klar. Der ganz links hüpft dumm rum. Aber der interessiert mich gar nicht. Du machst es dir auch gerade selbst schwierig. Ich weiß auch nicht, warum man das so machen will, aber. Ja, kann man ja auch so machen, aber ich glaube, es geht auch so. Nee. Mach so, wie du willst. Oha, da muss ich schnell sein, sonst wäre ich zerquetscht. Das ist jetzt nicht, dass ich auf die Plattform warten muss, sondern. Okay. Aber oben muss ich dann. Okay, ich verstehe. Okay, alles gut. Achso. Wait, Moment, oh Gott, das ist. Okay, ich gehe einfach rein. Jetzt fährt er. Okay. Da passiert wieder einmal. Ich gehe mal, ich spule ein Stück hier zurück. Also soweit. Deswegen sind da die Stacheln. Genau. Die waren vorher nicht da. Ah. Dass du dich da nicht softlocken kannst. Nee, gut, dann spielen wir das bis dahin noch. Das hat auch keinen Sinn. Naja. Egal. Egal. Na, es gibt Tode, die akzeptiere ich. Dann möchte ich die zurückreviven und dann gibt es Tode, die akzeptiere ich nicht. Dann möchte ich die zurückreviven. Jo. Jetzt in die Ehre. Genau. Tatsächlich habe ich übrigens auch selber nicht gecheckt, was hier passiert, deswegen habe ich den nicht so ganz akzeptiert. Ach so, ich muss hier auch sofort hin. Ah. Ja. Okay. Anyway. Ja. So. Ist hier irgendein Block böse? Nein. Das ist schon mal gut. Dann kann ich da einfach durch. Ah, nice. Was war eigentlich mit den Tileset-Blocks? Das Tileset habe ich also selbst zusammengestellt. Die Blöcke sind natürlich aus Mario Bros. 3. Puh. Aber generell das so zusammengebaut habe ich gemacht. Ja. Gut gemacht. So, Special World hast du fertig. Ja. Aber nur mit Rewind. Also es wäre auch, es ist schon spielbar ohne auf jeden Fall. Wobei, habe ich jetzt zum Schluss nochmal Rewind? Nee, vom Midway Point hoch habe ich nicht mehr Rewind, oder? Doch, noch mal kurz. Als du dich selbst eingesperrt hast. Ach ja. Hast du Rewindet. Oder? Aber einmal war ich dann wieder gestorben und dann bin ich vom Midway Point doch wieder richtig zurück, oder? Ja. Glaube ja. Naja, egal. Egal, ja. Eieiei. Gut. Dann geht's jetzt weiter mit Vektorsektor. Ja. Was haben wir denn hier Hübsches? Oder gibt's? Hä? Hey?
Was ist das für eine Taste? Der normale Sprungknopf ist das. Ja. Ach, ist das, dann sind das Double Jump Blöcke. Ja. Ah. Das sind Double Jump Blöcke. Ach so, die. Oh Gott. Ja. I see, jetzt verstehe ich auch. Das ist das Gimmick. Oh, hi. Das Gimmick verstanden. Wenn du den Münzen folgst, dann stirbst du auch nicht. Ach so. Kleiner Funfact zum Level. Ursprünglich war der Hintergrund noch anders. Das war so eine Farbwelle. So ein bisschen. Glaube ich, angeordnet war. Ja, aber so, nachher wusste das dann nicht mehr wirklich. Genau. Deswegen jetzt dieser Sternhintergrund. Und hier wurden noch ein paar Stellen verändert. Machen wir wieder. Genau. So, jetzt muss ich mal hier ein bisschen warten. Ach nee, die Plattform fährt noch hoch und runter. Ah. Mhm. Ja gut, passt aber. Das ja so. Jetzt gehe ich den Münzen nach. Zack. Richtig. Diese Stelle hier war auch mal sehr viel fieser. Ja, da musste man sich so schnell beeilen, dass man nochmal da, wo man runterfällt, zurückgeht und sich da die Plattform holt. Ja, uff. Aber das kann man halt nicht wissen. Den Koopa konnte ich aber auch nicht sehen vorher. Ja, ich mach gerade einen Screenshot, dass der weg soll. Bin gerade dabei. Hinter der Walljump-Plattform da. Genau. Könntest du die Walljump-Plattform vielleicht noch um einen Block erweitern, dass man zumindest. Warte, ich markiere es mal. Ich hab schon. Okay. Ich hab's nach unten ein bisschen erweitert. Das halt ungefähr so. Ah, okay, jetzt hab ich ihn aber gesehen. Also den kann man sehen tatsächlich. Ah, okay. Ja, der versperrt einen da. Den sieht ganz komisch. Ja, genau. Der ist kaputt. Deswegen alles cool, alles cool. Okay, so und so. Nein! Oh. Kein Problem. Du hast mehr als genug Zeit, wie du siehst. Ja, das ist, war aber jetzt wirklich. Oh boy, oh boy. Oh, da. Geh weg. Hier hin, hier hoch. Hier hoch. Hier runter. Ah, du bist. Ja, gute Sache. Okay. Wait. Komm schon. Yes. Sehr schön. Dieser Raum hier hatte vorher sehr große Probleme gemacht. Ich glaube, ja. Das kann man bestätigen. Das Problem ist nämlich das erste Problem, was es gab, ist, SMB mag das überhaupt nicht, wenn in Level-Daten praktisch steht, dass es mehr Screens gibt, als für ein vertikales Level zugelassen ist. Dann stirbt einfach die ganze Raum in sehr interessanten Weise, auf sehr interessante Weise. Also zuerst mal verglitschen alle Sprites und werden ganz komisch groß. Also zeigen halt falsche Sachen an. Und dann, wenn man auf der Hold ist und wieder in Level reingehen will, dann stürzt einfach die Raum komplett ab. Und was war der Grund, hast du gesagt? Wenn falsch mehr Level-Daten, also man muss in Luna Magic, das wird entweder automatisch eingestellt oder man stellt das manuell ein, wie viele Screens ein Level hat. Ja. Und ein vertikales Level, weil es halt vertikal ist, kann nur weniger Screens haben als ein horizontales Level. Ja. Es kommt halt darauf an, wie das aufgeteilt ist und dann kommen da halt am Ende weniger Screens bei raus. Als ich frage mich gerade, wie hoch dieses Level ist, wenn du sagst, du hast die Screen-Grenze sozusagen. Ja, pass auf. Die werden aber von oben nach unten gezählt. Also ganz oben ist Screen 0 und ganz unten ist Screen 1F. Okay. Oder in dem Fall von vertikalen Level ist es, glaube ich, halt nur, sag ich mal, 16 Screens. Wenn du aber dann 17 einstellst, dann passieren halt komische Sachen. Ah, okay. Und das andere Problem, was es hier noch gab, deswegen, wenn du hier versuchst, Start und Select, Start zu drücken, das wird nicht funktionieren, weil ich kann gar nicht starten. Genau, weil Start in dem Level auch das Scrolling kaputt gemacht hat. Ah, okay.
muss so laden. Alter, da wäre ein Leben! Ja. Muss ich ja gar nicht, dann kriege ich ja jedes Mal ein Leben am Anfang. Wenn du es jedes Mal schaffst, das zu holen, dann ja. Das ist ja kein Problem, das zu holen. Alles ja gut, dann brauche ich mein Saves nicht. Ja. Man muss halt schnell sein. Übrigens gab es jetzt seit Welt 5 oder so keinen Shop mehr. Ja. So, wenn man jetzt in Welt 8 sich noch was holen möchte, muss man bis Welt 5 zurücklaufen. Deswegen, ich spiele mit dem Gedanken, dann wirklich diesen portablen Shop einzubauen. Oder noch in jeder Welt irgendwie einen Shop einzumachen. Kommt es halt nur, das Problem bei noch mehr Shops zu machen, ist halt wirklich auf der Oberwelt Platz dafür. Ja, eben, du hast ja eigentlich keine. Du brauchst einen Weg auf der. Oh, bin ich denn dumm? Du brauchst einen Weg auf der Oberwelt, du brauchst einen Platz, um das Level sinnvoll hinzusetzen. Ja, das muss dann auch zur Umgebung passen. Ja, das ist nicht so einfach. Ich überlege halt nur, wenn man so eine Art portablen Shop erstellen würde und dann so eine Art Shop-System auf der Oberwelt hat, würde es dann nicht ziemlich viel vom Layer 3 kaputt machen? Nee, ich würde sagen, das wäre halt eher nur, du drückst L und R oder zum Beispiel, oder du drückst Start und dann wirst du in das Level gewarpt, in den Shop gewarpt. Von der Oberwelt aus. Ja, und veränderst dann halt deine Levelposition nicht. Musst du dann, wenn du aus dem Shop rausgehst, aber wieder zurücklaufen, oder? Nee, dann wirst du da, einfach da, wo du bist, du, also... Ach so, man wird dann wird's einfach nur so machen, dass man in Level geworpt wird, was halt der Shop ist. Okay, ja. Also nicht da, wo auf die Oberwelt, wo der Shop ist. Fun Fact zu SMW, alles, also die Leute, die sich damit schon mal beschäftigt haben, auf der Overworld setzt man ja so Pfade und Levelpunkte. Und im Original SMW gibt es diese Pfade überhaupt nicht. Diese Levelpunkte auch nicht. Das ist alles ein nacheingefügtes Ding von Lunar Magic. In SMW ist das alles hart eingecodet, wo die Level sind und wie Mario läuft. Das ist alles von vornherein festgelegt. Ja gut, warum hätten sie auch mehr Pfade? Ne, die haben ja nicht gearbeitet, also. Also das ist dann wirklich, und dann mit den Levelpunkten ist das dann so, die würden dann halt aufgrund ihrer Position dich in ein Level schicken. Ich habe da mich selbst noch nie wirklich mit befasst, aber wenn ich raten müsste, ist es halt dann, gibt es eine Tabelle, wo nachgeguckt wird, welches Level welchen Koordinaten auf der Overworld entspricht und du wirst dann einfach dahin dort verfrachtet. Ich wollte gerade sagen, es ist bestimmt viel zu viel, bis ich zum Ziel komme, aber jetzt haben wir es geschafft. Okay, wir sterben nicht, alles gut. Alles okay. Ich finde es super, diese Aussage kommt immer, wenn entweder ein Midway Point kommt oder ein Ziel. Das ist leider viel zu lang, da kommt ein Ziel. Was glaubst du, wer das Level gebaut hat? Haben wir schon? Ach so, Haben wir schon, oder? Ich glaube, Lux. Nein, das... wäre mein Level. Was hast du gebaut? Oh Mann. Ja. Soft and wet. Weiter geht's. Ist das hier. Ah ne, ich kann hier stehen. Oh. Nein. Nee. Okay. Du kannst auf dem Boden stehen. Sieht super du cool aus. Das sieht. Ich bin von hier ausgegangen, weil da konnte ich stehen. Ja. Aber okay. Das ist so. Der einzige Block, wo man richtig noch was halb stehen kann. Was ich sehen kann. Oh, das sieht super. Oh Gott, ist das cool! Oh mein Gott! Traumlassen. Die Musik dazu. Oh, das ist ja wieder richtig nah. Ah, das ist Wasser. Genau. Oh, das ist ja wieder richtig nice. Wie habt ihr denn das denn jetzt gebaut? Und du hast ja lauter verschiedene Sachen. Du hast ja. Komplett unterschiedliche. Du wechselst. Hä? Du hast ja alle Teilsets hier praktisch hier doch da drin und verschiedene Farben, verschiedene Paletten. Ja. Sehr farbenfrohes Level. Hä? Wie baut. Hä?
Sollen wir es erklären, oder ist es ein Familienrezept? Das ist Staatsgeheimnis, nein. Das war doch aufwendig zu bauen, oder? Ja, es geht. Also die Blasen, die du da siehst, sind auf Layer 2. Und worauf du stehst, ist Layer 1. Wait, wenn ich jetzt Folgendes mache, warte kurz. Es ist andersrum. Die Blasen sind auf Layer 1. Und das, was drumherum um die Blasen ist, ist einfach ein schwarzes Teil. Und HDMA löst das so, wenn du HDMA transparent machst, ist schwarz transparent und weiß ist halt undurchsichtig in dem Sinne. Deswegen ist es halt dann, wenn der Layer 1, der darüber transparent ist, wenn der da schwarz ist, dann siehst du halt darunter auch den Layer 2 nicht, obwohl darunter eigentlich was wäre. Okay. Dementsprechend kann man das halt so machen, dass man durch die... Also wenn du halt jetzt mit Layer 1 ausgeschaltet spielen würdest, würdest du halt nur das sehen, was auf Layer... Also ja, dann sieht es praktisch komplett kaputt aus. So genau. Wie so ein Anfänger-Level plötzlich. Bis auf, natürlich, das ist nach wie vor... Das finde ich aber trotzdem immer noch beeindruckend, dass du die alle verschiedenen Sachen einbauen konntest. Sind die dann custom dazu gekommen, oder? Weil du kannst ja normalerweise... Nee, also... Du siehst ja auch, das Level hat keinen wirklichen Hintergrund. Das ist ja nur ein HDMA, der da ist. Ja, klar. Deswegen, da ist dann schon mal wieder ein Grafikslot frei geworden. Und SMB hat sowieso noch zwei Grafikslots, die meisten oder die eigentlich nie verwendet werden. Ah, dann konntest du dann praktisch mischen. Da konnte man mischen, genau. Genau. In vielen anderen Leveln wurde auch sehr stark gemischt. Vielleicht erinnerst du dich noch an das Special Level mit den magischen wundersamen Wald. Teilzeit aus dem Wald und Ruinen. Da waren halt auch sehr viele verschiedene Dinge. Das ist auch Castle und Aslan, Wald. Da ist es mir nur gar nicht so aufgefallen. Dann sind da noch weitere Statuen. Genau, also das ist in sehr vielen Leveln von uns tatsächlich der Fall, dass wir da unterschiedliche Teile haben. Ich finde einfach nicht, das kommt durch die Menschenübertragung so. Ja, das wirkt echt so, als ob du nicht springen würdest. Nee, ich bin nur viel zu... Ja, ich bin auch gerade tatsächlich nicht gesprungen. Ich bin einfach viel zu fasziniert von dem ganzen Aufbau, als dass ich mich aufs Spiel konzentriere gerade. Was einfach super cool aussieht. Ah, super. Ich bin tatsächlich einfach nicht gesprungen. Das ist so... Ja, okay. Das Level fasziniert mich tatsächlich gerade komplett. Das ist voll cool. Auch wieder was man so wieder mal gesehen hat. Ja, wollte ich auch halt stark behaupten, dass man das so noch nicht so hatte. War das nicht so, dass das irgendwie eine Person übernommen hatte, nachdem du ein Teaser-Video dazu hochgeladen hattest, Lux? Ich weiß. Das ist gerade... Irgendwie, mystischerweise, kurz nachdem ein Teaser von dir hochgeladen wurde, wenig später so ein ähnliches Level online kam. Ah, okay. Also, frag mich wieder, welches das war. Ich weiß es gerade auch nicht mehr. Naja. Wir sind mal weitergekommen als bisher. Faszinierend. Da ist das Wasser, da kann ich rein. Oh, das ist voll cool. Die Magie ist halt komplett weg, wenn man das hier macht. Das ist schon witzig. Ja. Rein theoretisch kannst du es sogar, aber es ist sehr schwer. Also mach's besser. Bitte was? Wie ich das halt. Ach so, weil du schwimmen kannst in dem Boden sozusagen, ne? Von der Lava. Also versuch's einfach nicht. Du kannst es rein theoretisch und mach's aber nicht. Nee, will ich ja gar nicht. Also wenn du willst, mach es so. Okay, nee. Aber. Ich würde sich klar, es ist Abschreckung, ja. Genau. Es ist halt sehr schwierig, große. Ich sag mal, Wände zu erstellen, die den Spieler daran hindern, vorbeizugehen. Ja, das ist klar. Genau. Deswegen haben wir halt nur versucht, dass das so Lava bleibt. Ich möchte trotzdem jetzt nicht mehr sterben, eigentlich. Jetzt bin ich schon relativ weit gekommen. Glaube ich. Ja. Ich bin jetzt also gerne im Waypoint. Hilfe. Oh Gott! Gesagt, getan. Ich sehe ihn, ich spul zurück. So, kann aber nicht wahr sein. Nein, okay. Ich direkt davon. Das ist jedes Mal so. Wow.
Wow! Okay, den nehme ich. Oh, das ist so ein schönes Level. Halt. Halt, ich kann keinen da. Ah, da oben darf kann ich stehen. Dann verrecken die da alles. Hey, kann ich auf die nicht spinchappen oder was ist das? Doch, aber wenn die nach oben springen, dann springen die halt auch in dich rein. Ah, okay. Ich wollte vorhin schon auf die draufhüpfen und das ging auch nicht. Dann sind es aber nicht normale. Was sind das für Viecher? Das sind Custom Sprites. Spike Balls heißen die einfach nur, glaube ich. Okay, dann sind die wahrscheinlich nicht gedacht, dass man drauf. Also, wie gesagt, ich denke mal schon, dass man draufspringen kann. Es ist nur ein bisschen blöd, wenn die selber hochspringen. Oh, das wollte ich nicht. Machen wir es nur Rewind, genau. Der Chuck war ja wild. Komm her, Kollege. Du bist ja frech. Woher ist die Musik? Ich weiß es nicht. Da musst du mal gucken. Okay. Das ist nämlich auch wieder super gut. Passt er echt schön dazu. TF, TS. Ach so. Ja, ich muss mir das ja so ein bisschen eckiger vorstellen. Das ist ja eigentlich nicht rund. Ich weiß gerade selber nicht, wer es ist. Ich auch nicht. Das könnte. Oder vielleicht auch ein Lied. Oh, Pins. Ich meine, ich kann es runterdrücken, aber. Okay. Oh boy. Ach, das muss runtergedrückt werden. Genau. Kommt schon noch weiter raus. Oh, hoppla. Jetzt habe ich gegen das Mikrofon gehauen. Lied ist von. Das Lied heißt. Nicht gut. Nicht gut. Das Lied irgendwie Abyss Exploration. Warte. Ah, das ist ein, das hat jemand selbst geschrieben, das ist von nichts. Das ist ein Originalsong, der heißt aber The Forgotten Treasure Ship Sunk into Fantasy und dann so ein geschwungene Linie Abyss Exploration. Okay. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss. Hier geht's nicht weiter. Nach unten. Hier geht's nicht weiter. Nee, nach unten musst du. Aber da unten ist ein Diamant. Hä? Noch nichts. Ach, da unten. Okay. Aua! Was war jetzt hier? Hilfe. Ah, hier kann ich einfach. Ah, hier kann ich runterfallen. Okay, das habe ich nicht realisiert. Oh Gott, 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 oh Gott. Wie war das? Nee, das jetzt hier. Ich glaube, der Sprung ist noch ein bisschen schwer. Der muss noch von der. Ziel! Wäre fast wieder vom Tier, also gestorben. Alles klar. Schusch! Boah, das war ein wunderschönes Level. Holy moly. Was glaubst du, wer es gebaut hat? Hatte Lux nicht mehr gesagt zum Bau? Ich glaube, ich würde deswegen auf Lux gehen. Das ist richtig. Beide. Falsch. Das haben beide gemacht. Ah, wieder beide, okay. Tolle Frage. Alles klar. Ja, wir sind bei 40 Minuten. Jo, ich denke mal, das reicht. Ich denke, das sind nur noch, wenn ich das so sehe, 3 Level, die vor uns sind, oder? Dieses große Schloss da links? Ja, 3 oder 4. Kommt drauf an, wie du das am Ende zählen willst, aber du wirst schon sehen. Ah, okay, alles klar. Ich verstehe. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Ciao, ciao.
Tschüss.